Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 Troll Me. Ja, ich sag's immer wieder gerne, ich werde getrollt, sehe aus wie ein Idiot, ihr habt euren Spaß. Und ja, versuchen wir das Ganze einfach auch in 2021. Zwar sind jetzt schon ein paar Wochenenden vergangen, ich glaube zwei Wochenenden sind zwar erst vergangen, aber trotzdem, 2021 habe ich das Gefühl, wird ein gutes Troll-Level. Trolljahr. Egal, was haben wir heute? B-Boy Gamer mit a tour of Checkpoint City. Apparently they serve good fish there. Troll Version 9. Eine Abschlussrate von 0,89%. 4 erfolgreiche von 445 Versuchen. Ihr solltet, wenn ihr das Level jetzt in dem Augenblick euch noch nicht spoilern lassen wollt, gucken, denn da habt ihr die Möglichkeit, mit der Level-ID vorab das Ganze zu spielen und dann selber zu schauen, wurde ich auch getrollt, genauso wie der Tro? Ich würde sagen, wir finden es mal heraus. In diesem Sinne sage ich, Troll me am Trollplay. Wo kam jetzt der Maulwurf her? Stopp, Sekunde. Haha, hab ich gesehen. Richtig reagiert, gut eingeschätzt. Und gelost. So, hier schnell durch. Hier rüber, hier unten auch jetzt ganz schnell. Durch, durch. Okay. Ernsthaft? So. Hier schnell durch, hier schnell durch. So, und hier müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Ich muss mit dem Bogen. Gut, so hier schnell durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch und hier durch. Dann hier kurz einmal springen und schießen. Wunderbar. What? Nein, nein! So, schnell durch. Wow, das war knapp. Ich hab gelost. Noch schneller durch. Und jetzt hier mal konzentrieren. So schnell durch. Komm zurück. Komm zurück. Wunderbar, das ist meine Feuerblume. Oh, ich zweifle dran, dass ich drücken sollte. Nein, ich mach's nicht. Ha! Richtig entschieden. So, hier kann ich nicht lang, das heißt, ich muss da lang. Checkpoint 1. Oh yeah. Ich bin tot. Gefischt. Ich glaube, es war falsch. Kann gar nicht woanders lang, ne? Ja,
Entweder mache ich gerade was richtig oder ich mache gerade was falsch. Ich habe was falsch gemacht. So, jetzt versuchen wir hier nochmal ganz kurz alles logisch zu bedenken. Der geht nicht und greift nicht an. Das heißt, ich muss hier lang. Kann ich? Da kann ich auch nicht hoch. Also, ich musste safe dadurch. So, und hier darf ich mich jetzt nicht bewegen. Okay. Jetzt muss ich klein sein. Ich darf... Moment, ich darf keinen Pilz haben. Aber hier... Nee, hier darf ich auch nicht. Einmal hier, klein. Oh, das ist da oben, das ist doch... Nee, ich komme da nicht mehr runter. Was? So, hier jetzt stehen bleiben. So, was muss ich jetzt hier beachten? Nicht zweimal, mein Kleiner, nicht zweimal. Ich frage jetzt mal nicht, wie ich da runtergefallen bin. Geh jetzt mal davon aus. Ich muss da hoch. Hätte ich runtergemusst. Verdammt! Stehen bleiben. Wenn ich das irgendwie hinkriegen würde, dass Bum-Bum aufhört, wäre richtig schön. Das wäre ein Träumchen. Okay, jetzt nochmal genau überlegen, was muss ich machen? Das nicht. Okay, hier muss ich runter. I'll take it. Ich könnte jetzt nicht signalisieren, wo das herkommt. End of Checkpoint 1. Was? Wie hat er jetzt diese Technik hinbekommen? Krasse Sache. Fies. Und ducken. Und Fisch. Ich glaube, ich muss nicht springen, aber ich glaube, ich sollte springen und... Ah, ich weiß es nicht. Könnte die richtige Entscheidung gewesen sein. Es war die richtige Entscheidung. Leute, das nenne ich Gaming. Hi. On? On? On, on? On, on, on?
Irgendwo ein Double On. Ich war zu langsam. Durch, warten. Zweimal betätigen. Wie soll ich denn den zweimal betätigen? Ich soll da eine Bombe hinlegen! Könnte mir das mal jemand vorher sagen? Okay, dann nicht. Okay. Das ist mir jetzt gerade irgendwie viel zu einfach. Ah, nee, es war richtig, die richtige Entscheidung. Hui. Jetzt hier nach links. Runter oder oben lang? Ah, so klar. Was passiert jetzt? So, nach links erstmal ausweichen. Da war ein On-Off-Schalter. Okay, wie mache ich das jetzt? Warten. Komm nicht an die Blume! Wie hat der das jetzt verdammte Axt nochmal mit Checkpoint 2 gemacht? Nope, nicht mit mir. Einfach nur weiter. Okay, konzentrier dich. Münzen sammeln ist schön. Durch da.
Ich kann oben lang und ich kann rechts lang. Ich würde ja rechts bevorzugen. Links ist sowas von ein Lockmittel. Und sieht so verlockend aus, so eine Feuerblume. Aber dann renne ich hundertprozentig in Checkpoint 1 rein. Das heißt, ich würde rechts bevorzugen. Beziehungsweise, vielleicht kann ich hier auch springen. Ha! Ha! I'm a gamer! Ach, leck mich! Nein! Boah! Oh, nee. Danke. Verdammt. Okay. Hier unten lang. Hier kurz hinstellen. Feuerblume holen. Und jetzt hier. Was muss ich hier machen? WTF? Was soll ich denn da machen? Komm. Danke. Okay. Das ist, wie gesagt, alles einfach. Hallo? Ich wollte gerade sagen, das geht ja wohl nicht. So. Wie soll ich denn dem ausweichen? So. Ich bin sowas von tot. Es ist ja nicht so, dass ich nach rechts gedrückt hatte. Nein. Da kann ich gleich einfach links stehen bleiben. Hätte ich in eine der Röhren reingekonnt? Okay. Wie ist das jetzt passiert? Ich würde sagen, ich bleib einfach dann stehen. So, dann komme ich jetzt hier aus der Tür raus und warte hier auf den Fisch. Aber ich kann nur rechts lang. Autsch, irgendwas passiert. Unten lang hätte ich das Link-Kostüm. Ich könnte mich durchballern. Oben lang hätte ich die Münze. Ich lasse das jetzt die lieben Zuschauer entscheiden. Liebe Zuschauer, bitte sagt mir rot, blau oder gold, orange, gelb, wie auch immer. So, die Zuschauer konnten sich nicht ganz entscheiden. Die Wahl fiel zwischen rot und gelb.
Und da wir bisher immer sehr häufig mit der Feuerblume zu tun hatten, würde ich sagen, nehme ich mal die Feuerblume. Okay, das kam unerwartet. Wow, aber wofür waren jetzt die roten Münzen und wie hat er das mit den Checkpoints gemacht? Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich denke mal, er hat da dieses Sprite-Limit benutzt, was es in Mario Maker gibt, dass man halt nicht so viele Sprites auf einem Bildschirm oder in der Nähe von einem Bereich haben darf. Und dadurch, dass dann die Münze weg war, konnte ein anderer Sprite erscheinen, der eigentlich hätte gar nicht erscheinen dürfen. Muss aber sagen, mir hat es so doch Spaß gemacht, selbst wenn ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Troll reingefallen bin. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Ich sage, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor, haut rein. Tschüss.